und der Zug nach Pankow. Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin. Ich muss da was klären mit eurem Ober-Indianer. Ich bin ein Jodeltalent und will das spielen mit einer Band. Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sag, ey Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast, wenn ihr mich lasst. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen. Nur der kleine Udo, nur der kleine Udo, der darf das nicht und das verstehen wir nicht. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR. Und stündlich werden es mehr. Och Erich, ey, bist du denn wirklich so ein sturer Schrat? Warum lässt du mich nicht singen im Arbeiter- und Bauernstaat? Ist das der Sonderzug nach Pankow? Ist das der Sonderzug nach Pankow? Entschuldigung, der Sonderzug nach Pankow? Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sag, ey Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast, wenn ihr mich lasst. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen. Nur der kleine Udo, nur der kleine Udo, der darf das nicht und das verstehen wir nicht. Honey, ich glaub, du bist doch eigentlich auch ganz locker. Ich weiß, tief in dir drin bist du doch eigentlich auch ein Rocker. Du ziehst dir doch heimlich auch gerne mal die Lederjacke an und schließt dich ein auf dem Klo und hörst Westradio. Hallo Erich, kannst mich hören? Hallo Lulüchen, hallo. Hallo Honey, kannst mich hören? Hallo Lulüchen, hallo. Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.